So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt meine Ausbeute, unsere Ausbeute, wohlbemerkt. Wir haben im Minutentakt Pilze gefunden in diesem Waldstückchen. Dieser Korb ist nicht alles. Da ist noch ein großer Korb halb voll. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Schaut euch das an. Es sieht so lecker aus, so toll. Ja, wir dachten erst, es sind Butter- oder Steinpilze. Es scheinen eher Steinpilze und Maronenröhrlinge zu sein. Ich kann ja mal einige umdrehen für euch. Da, dieses schwammige, grün-gelbliche. Hier auch sehr wie im Bilderbuch. Wunderschön. Einfach nur toll. Wo ist denn der eine Schöne hier? Der ist auch noch ganz toll. Ein kleiner Junge. Ja, die dunklen Stellen schneide ich nachher natürlich alle ab. Die müssen jetzt erstmal gesäubert werden. Tja, wir konnten dann gar nicht mehr so viel tragen, weil wir nur diesen kleinen Korb dabei hatten. Ich habe das jetzt schnell umgepackt. Hier ist noch der überdimensional große. Der größte. Wunderschön. Ja, die Steinpilze, die haben eine Oberfläche, die ist nass aussehend. Also es ist dann auch so ganz glitschig und das haben die halt nicht. Hier ist auch noch ein ganz toller. Nee, wunderbar. Also wir haben wirklich im Minutentakt die Pilze dort gefunden, wie es mir noch nie untergekommen ist beim Pilze sammeln. Ich war jetzt auch lange nicht und ich hätte nicht gedacht, dass ich so oder dass wir so belohnt werden dann mit solch einer Pracht von Pilzen. Jetzt können wir uns den Bauch vollschlagen, wenn ich die alle geschnibbelt und geputzt habe. Tja, das ist wohl der Dank der Natur, dass ich niemals den Wald verschmutzt habe. Ganz im Gegenteil. Ich würde es wahrscheinlich sogar noch Bäume pflanzen. Ja, wirklich. Tja. Ja, genau. Ja, wir mussten sogar dann abbrechen, wie gesagt, weil wir dann keinen Platz mehr in den Armen, in den Händen und im Korb hatten. Der Korb hatte dann schon so einen Berg. Genau. Ja, wir hätten gerne noch weiter gesammelt. Wir waren gerade mal, was waren das? Schatzi, 35 Minuten? 35 Minuten in diesem Waldstückchen von, lasst mich lügen, was waren es vielleicht? Es war nur ein Bereich von 90, 100 Quadratmetern Fläche. Ja, war ein sehr moosiger, fluffiger Untergrund. Wie ihr sehen könnt, wurden alle geschnitten. Ne? Ganz wichtig, damit der Rest im Moos dann nochmal neu austreiben kann. Aber ja, bald kommen die Minusgrade, dann ist die Pilzsaison dann auch eh vorbei. Wir haben die mitunter letzte Chance dann jetzt wahrscheinlich auch genutzt in Brandenburg. Den Geheimtipp verraten wir aber nicht. Psst. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach und lasst ein Like da oder ein Abo. Tschüss.